cool. Ihr habt weise gehandelt, Drago Basler. Dient mir gut und glaubt mir, ihr werdet hoch hinauskommen. Okay, danke für das Lob. Oh. Nice. Ich danke euch, mein Fürst. Ich hege große Hoffnungen in euch, Drago Basler. Ich weiß, dass ihr euch das Vertrauen, das ich euch gelegt habe, als würdig erweisen werdet. So, habt ihr eine Aufgabe? Einen Adeligen fangen und zu ihm bringen. Nein. Noch nicht. So, wer ist denn das hier? Der Graf Felsevor. Habt ihr Aufgaben? Nein. Okay, die Rixene haben wir bekommen. Mal schauen, wo das ist. Da oben. Und direkt bei den Swaden. Wir müssen mal dort oben von Banditen Sachen, also befreien, weil dort oben sind meistens Banditen. Graf Etrosk, mein Name lautet Drago Basler. Ja. Habt ihr Aufgaben? Nein, leider auch nicht die gleiche Aufgabe. Ein Wachtrupp ist hier. Irgendwie sind wir ein bisschen schnell, oder? Kommt mir das nur vor? Ah ja, genau, das Schwert noch ausrüsten. So. Jetzt haben wir zwei Handwaffen. Jetzt haben wir also richtig fette Sachen dabei. So, mal kurz Fähnchen anstecken. Ja, nein, bringt nichts. Ich will schon für unser Dorf Aufträge machen. Okay, Nara von Khanat Kegit wurde von den Saranten eingenommen. Ja. Auch nicht ganz so gut. Ich will jetzt nicht den Khanat Kegit helfen. Die haben immer Krieg irgendwie. Die Gebirgsjäge hier sind nicht so schlimm. Aber hier ist wahrscheinlich das Banditenlager. Nicht mal. Ja, wenn sie manchmal stillstehen, ist wahrscheinlich irgendwo eins in der Nähe. Der da oben möchte ich... Ja, die sind zu schnell. Also die Rixene. Rekrutiert Freiwillige brauchen wir nicht. Kauft Vorräte. Trauben. Ich habe kein Gold. Verwaltet dieses Dorf. Da werden wir noch nichts machen. Wir brauchen neben diesem Skillpunkt den Bauherr. Geht mal zum Dorfzentrum. Eigentlich, wieso kommt eigentlich keine Anfrage, dass wir das Ding einem geben können, also der es für uns übernimmt. Dorfälteste Aufgaben? Eigentlich nichts. Hab die Feinde gesehen. Gibt es in diesem Dorf vielleicht einige junge Recken, die mit dem Kriegshandwerk versuchen wollen. Okay, 50 Euro gegeben. Und sonst nichts. Dann werden wir noch kurz schauen, was sie für Vorräte. Ah ja, die Trauben. Trauben für 90? Nee. Da unten muss irgendwo das Banditenlager sein. Vielleicht. Ich weiß jetzt die Standpunkte nicht mehr genau. Noch eine Beförderung. Fußsoldat zu Veteran und hier noch zwei. Oh ja, die Speerträger sind sehr gut.
gegen Pferde vor allem, also ja, es nützt jetzt auch nicht so viel, aber immerhin, wir greifen die an. Das ist ein Ende, Schuft, der Tod ist euer sicher. Ich finde den Himmel irgendwie grässlich. Nur so eine Pappkarton-ähnliche Textur. Als hätte das ein Kleinkind gezeichnet, aber ja, auf den Himmel schaut man gar nicht. Lasst mein Pferd in Ruhe. Schön schnell. Und mit Wendigkeit haben wir dann noch viel schneller angestrengt. Aber zuerst wollen wir ja noch ein bisschen mit Intelligenz oder Charisma steppen. Blub. Und ein rotes Schwert haben wir schon. Pferdchen, geht schneller nach oben. Keine Verluste. Ja, Gebirgsbandit brauchen wir nicht. Schauen wir hier mal. Nehmen wir mit. Der Rest. Ja, okay. Bis hier. So. Hey da, Bruder, ich wünsche euch Freude über euren Sieg. Sagt, Catherine ist für eine Frau ihres Alters nicht schlecht in einer Balgerei, was? Obwohl ich ja mittlerweile nun auch nicht mehr der Jüngste bin. Hey, da kann man mal wieder sehen, dass Jugend nicht alles ist und dass man auch mit Erfahrung Schlachten gewinnt. Ich denke mal, ihr und ich könnten den Jungvolk der Welt noch so einiges beibringen, was? Was, ich bin alt? Ich bin doch nicht alt. Sehr gut. Ich habe mich ja am Anfang als jugendlich angegeben, also als kleinst erwachsen. Jetzt kommt der mit dem Killerschwert und killt euch alle. Flieht, ihr Narren. Flieht über alle sieben Berge. Und plopp. Tja, bisschen mehr Reichweite vom Hammer, dann hättest du auch eine Chance gehabt. Ah, das ist schon fast zu easy. Dann nehmen wir mal... Ah, oh. Flusch. Und... Bang. Lol, ich hab nicht... Der hat abgeblockt. Der kann einfach so mit einer Hand mein Schwert abblocken. Und das ist schon nicht schlecht, die Helfer, also die Gefährten. Aber ich bin besser. Treffen ist manchmal Kunst, hä? So, wo haben wir hier? Ja, nur Schrott. Die da. Die. Ja, Filzzeugs. Ah, Schweinefleisch. Wieso wird das eigentlich nicht sortiert? Und wo ist die automatische Sortierfunktion? Oh, das gibt wieder extrem viel Geld. Nice. So. Seid ihr ein bisschen sicherer? Wir nehmen noch hier ein paar Banditen aus. Ah ja, genau. Viel Banditen. Ah, ja. Oh ja.
unsere Armee kommt hier fast nicht hoch. Hallo Leutchen, wo seid ihr? Schnitt. Zerschneid. Mein Schwert braucht Blut. Geh mal ein bisschen auf die Seite bitte, Leutchen. Ach komm schon. Kill ihn, kill ihn. Okay. Ja, und der Rest. Der flieht wahrscheinlich. Doch, der flieht nicht. Mann, nicht wieder. Oh Gott. Geritter, Leiter, Veteran, Lagerjägerin, Sklavenmeister, Schwertkämpfer. Okay. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Sachen, wir nehmen jetzt nicht alles mit. Das sind nur Billigzeugs. Ja, jetzt werden wir hier noch ein paar aufstufen, vor allem die Leibwachen. Du bist der Krieger, oder? Ja. Schlagkraft, das bist du ein bisschen stärker. So schön und Schmierer. Die könnt jetzt mal ein bisschen auf Kampf bekommen, weil wir haben ja den anderen. So. Ja, wir haben, naja, nach der Hälfte haben wir dann Level up. Kommt ihr da? Schneller bitte. Gut, gehen wir dann in die Stadt, wo dort unten ist. Eigentlich könnten wir eigentlich schon gegen Generale und so kämpfen, aber die Verluste sind halt nicht zu unterschätzen. Ich weiß nicht. Ja, toll. Da drüben. Was machen die da drüben? Man könnte mit hier sehen, wo die Gegner sind. Das setze ich eigentlich nie ein.